Ganz herzlich willkommen zu Transfermarkt TV am heutigen Dienstag. Und wir haben heute wieder viele spannende Themen für euch vorbereitet. Unter anderem sprechen wir über Marco Reus und dessen Zukunft. Liegt die in der Wüste? Wir sagen euch, was an dem Gerücht rund um Al-Nassr dran ist. Und wir sprechen auch über Joao Felix von Atletico Madrid. Da soll es ja richtig heiß werden mit dem FC Chelsea. Dazu viel mehr später im Verlaufe der Sendung. Und wir starten jetzt erst einmal rein, wie es sich gehört, in der Transferphase, in den Transferticker. Also sprechen wir über die Deals, die bereits in trockenen Tüchern sind. Und der erste, das ist ein Mittelfeldmann aus der Ukraine, der von Atalanta Bergamo kommt und jetzt erst einmal verliehen wird. Und zwar geht es für Ruslan Malinowski zu Olympique Marseille. Damit reagiert der Ligue 1 Club auf den Ausfall von Amin Harit, der hat sich ja am Kreuzband verletzt, dürfte eine ganze Weile ausfallen. Der Ukrainer, der wird erst einmal bis Saisonende, wie gesagt, ausgeliehen und dann gibt es eine Kaufoption, 10 Millionen Euro plus 3 Millionen mögliche Boni. Und wenn er fest verpflichtet wird, dann bekommt der 29-Jährige einen Vertrag bis 2026 bei den Franzosen. Carlos Alcaraz aus Argentinien wechselt in die Premier League zum FC Southampton für 13,65 Millionen Euro. Der zentrale Mittelfeldspieler erhält einen Vertrag bis 2027 beim abstiegsbedrohten Premier League Club. Und für seinen bisherigen Verein, für den Racing Club aus Argentinien, ist es der zweitteuerste Abgang hinter Inters Lautaro Martinez, der damals 25 Millionen Euro Ablöse einbrachte. Für Antoine Bernet geht es von RB Salzburg nach Lausanne, also in die zweite Liga der Schweiz, und zwar per Leihe für ein halbes Jahr mit Kaufoption. 2019 kam der heute 23-Jährige noch von PSG nach Salzburg, aber der Durchbruch, der blieb ihm aufgrund vieler Verletzungen bisher verwehrt, vielleicht ja dann in Lausanne. Früher, da kannte man bei Manchester United die Zwillinge Fabio und Rafael. Und Fabio, der wechselt nun zurück nach Brasilien mit mittlerweile 32 Jahren. Als Rechtsverteidiger spielte er zuletzt seit 2018 beim FC Nantes und schließt sich jetzt Grêmio Porto Alegre an. Und die Torhüter, die sind irgendwie in dieser Transferperiode besonders interessant. Matthew Ryan stand auch mal kurzzeitig bei Borussia Mönchengladbach auf dem Zettel. Da ist ja die Situation um Jan Sommer relativ ungeklärt. Aber Ryan, der Kapitän der australischen Nationalmannschaft, hat jetzt bis 2024 in der Eredivisie unterschrieben. Bei AZ Alkmaar. Bisher spielte er beim FC Kopenhagen. Und von den fixen Deals kommen wir jetzt zu den Gerüchten aus der Welt des Fußballs. Und das erste Gerücht, das hat es richtig in sich. Und da nimmt ein Wechsel auch schon wirklich Konturen an. The Athletic berichtet nämlich, dass die Zukunft von Joao Felix zumindest vorerst mal geklärt ist. Den Zuschlag soll nämlich der FC Chelsea aus der Premier League bekommen haben. Angeblich habe man sich mit Atletico auf einen Leihtransfer geeinigt und die Leihgebühr, die soll, Achtung, 11 Millionen Euro betragen. Vor dem Abschluss dieses Transfers will Atletico laut der Marca aber noch den Vertrag mit Joao Felix um ein Jahr verlängern. Das hätte allerdings nur bilanztechnische Hintergründe und wäre nicht richtungsweisend für die Zukunft. So oder so, eine Kaufoption soll Chelsea erst einmal nicht erhalten und Felix wäre auch nicht als große Konkurrenz für Kai Havertz auf der Mittelstürmerposition angesehen, sondern eher als Linksaußen. Das also das Gerücht. Wir sind mal sehr gespannt, ob wir da einen großen Wechsel in den kommenden Tagen erleben. Die vergangenen Tage wurde es durchaus ein wenig lauter um Marco Reus. Der Kapitän von Borussia Dortmund hat ja nur noch einen Vertrag bis zum Sommer. Wie geht es mit dem verletzungsanfälligen Offensivmann weiter? Angeblich soll reges Interesse bestehen aus Saudi-Arabien von Al-Nassr. Das berichtet die Daily Mail. Das heißt, eine Quelle von der Insel möchte wissen, dass Reus zu Al-Nassr wechselt. Da ist schon mal ein dickes Fragezeichen hinter. Trotzdem,
wird man natürlich ein bisschen hellhörig, gerade wenn man sieht, wer da noch so spielt bei diesem Club. Zuletzt hatte es ja den großen Transfer schlechthin gegeben, und zwar Cristiano Ronaldo, der angeblich 200 Millionen Euro pro Saison verdienen soll bei Al-Nassr. Ein Club aus der Wüste macht also ernst. Welche Rolle spielt dabei Marco Reus? Spannende Frage. Zumindest soll er nicht der einzige Spieler sein, den man dort auf dem Zettel hat. Gibt gleich mal ein paar prominente Namen. Die kennt ihr sicherlich alle. Luka Modric, Sergio Busquets, Sergio Ramos, N'Golo Kanté und. Ein Haufen prominenter Leute, die da angeblich gerne verpflichtet werden wollen. Und Marco Reus, der hat sich zu seiner Zukunft auch geäußert. Natürlich schaust du voraus und ich habe nur noch ein halbes Jahr Vertrag. Wenn ich mir da keine Gedanken machen würde, wäre das auch falsch. Also mal überhaupt gar keine Wasserstandsmeldung. Sein Berater sagte, angesprochen auf die Personalie, Marco hat immer betont, wie sehr der BVB ihm am Herzen liegt, aber auch, dass er weiter Fußball spielen will. Da ist es doch ganz normal, dass wir uns mit anderen Optionen beschäftigen müssen. Wo es also hingeht, wie es weitergeht für Marco Reus, das scheint relativ offen. Allerdings können wir, glaube ich, Stand heute mal einen Haken an Al-Nassr machen, vor allen Dingen wegen der Quelle. Denn die Daily Mail, also der britische Boulevard, der schreibt doch gerne mal viel, wenn der Tag lang ist. Und auch glauben wir nicht, dass Marco Reus nächste Station in diesem Bereich liegt, sondern dass er, wenn nochmal versucht, in der Bundesliga im Optimalfall bei Borussia Dortmund ranzuhängen. Und wir haben noch eine Meldung vom BVB. Dort will man angeblich Jaden Brav schon wieder loswerden. Der kam ja erst im vergangenen Sommer ablösefrei von Manchester City. Und er sollte in der zweiten Mannschaft behutsam aufgebaut werden. Aber dort wurde beobachtet, dass der 20-Jährige mit wenig Elan zur Sache geht im Trainingslager der U23. Deswegen will sich der BVB wohl schon wieder trennen. Interesse gibt es wohl aus Italien von Hellas Verona und auch Udinese Calcio. Beim VfL Wolfsburg, da laufen die Verträge von Ottavio und Roussillon im Sommer aus. Das heißt, Linksverteidiger stehen hoch im Kurs. Und laut der Marca klopfen die Wölfe bei Osasuna an, und zwar wegen Manu Sanchez. Der ist aktuell von Atletico an Osasuna ausgeliehen. Und bei seinem Stammverein, da hat er noch einen Vertrag bis 2027. Angeblich hat aber auch Betis Sevilla Interesse an Manu Sanchez. Bei RB Leipzig, da hat man ja schon ein bisschen vorgesorgt auf der Torwartposition. 2024 kommt für 10 Millionen Euro Ablösesumme Maarten van de Voort aus Belgien. Aktuell sammelt der bei Genk noch Spielpraxis. Aber aufgrund der ungewissen Situation rund um Peter Gulaschi, der sich ja das Kreuzband gerissen hat, könnte es durchaus schon sein, dass man van de Voort im Sommer holt. Hängt wahrscheinlich dann daran, wie gut Gulaschi sich von seiner schweren Verletzung erholt. Max Eberl, der hat auf jeden Fall nichts ausgeschlossen, hat im Trainingslager gesagt, man beschäftige sich und spreche mit Genk jeweilige Optionen ab. Ja, und bei Schalke, da ist man weiterhin ganz arg auf der Suche nach Verstärkungen und hat wohl auch einen Transfer von Tim Skarke noch nicht abgehakt. Der Unioner hat aktuell nur 3 Kurzeinsätze zu Buche stehen. Könnte sich also wahrscheinlich selber einen Wechsel gut vorstellen, aber erst wenn die Eisernen Ersatz gefunden haben, wollen sie Skarke abgeben. Es wird also weiterhin eine Hängepartie erwartet, das berichtet die Bild. Seit 10 Tagen und noch etwa 3 Wochen ist das Transferfenster in den europäischen Top-Ligen geöffnet. Und wir ziehen mal eine kleine Zwischenbilanz, schauen auf die bisher teuersten Deals, die über die Bühne gegangen sind. Wir haben uns mal die Mühe gemacht, eine kleine Top-11 zu erstellen aus den Spielern, die bisher die höchste Ablösesumme gekostet haben. Sind ein paar spannende Namen dabei. Zum Beispiel Benoit Badiachil. 38 Millionen Euro hat Chelsea auf den Tisch gelegt für den Innenverteidiger. Und auch Max Wöber ist in die Premier League gegangen, der Österreicher, für 12 Millionen. Gerade heute hatten wir gerade Carlos Alcaraz zu Southampton, knapp 14 Millionen Euro. Davor dann Gerson, Orsic und Gorjaran.
und vorne dann den bisher teuersten mit Cody Gakpo von der PSV zu Liverpool. Und David Fofana hat einen Rekord gebrochen, der Chelsea-Neuzugang. Er ist nämlich der teuerste Spieler, der je Molde verlassen hat und hat damit in dieser Statistik einen gewissen Erling Haaland abgelöst. Das also die Elf, für die insgesamt in diesem Wintertransferfenster 180 Millionen Euro überwiesen wurde. Und wie immer haben wir natürlich noch ein paar wichtige Newsmeldungen in unserem Ticker für euch zusammengefasst. Und wir beginnen da mal mit einem Trainerposten einer großen Nationalmannschaft. Portugal suchte ja zuletzt einen neuen Nationalcoach und ist tatsächlich, wenn man so möchte, bei der Konkurrenz fündig geworden. Denn Roberto Martinez betreute ja bis zuletzt Belgien und das 4 Jahre lang. Nun ist er der erste Portugal-Trainer, der nicht aus Portugal oder Brasilien stammt, das heißt ein Spanier in Portugal am Ruder. Sind wir mal sehr gespannt, wie das funktioniert. Und noch eine Nationalmannschaftsmeldung. Frankreich-Kapitän Hugo Lloris beendet nämlich seine Nationalmannschaftskarriere. Das erste Mal hütete er 2008, also vor bald 15 Jahren, das Tor. Und er kommt insgesamt auf 145 Länderspiele. Bei der WM hat er Lilian Thuram, den Vater von Marcus Thuram, mit dem er ja jetzt zusammengespielt hat, überholt. Und blickt so auf eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere mit zuletzt 2 WM-Finals zurück. Eins hat er ja gewonnen und eines verloren. Gareth Bale hat gestern Abend über Social Media sein Karriereende nach 17 aktiven Profijahren verkündet. Bis zuletzt spielte er ja bei Los Angeles FC. Er war der erste Spieler, der bei einem Transfer je über 100 Millionen Euro gekostet hat. Und er gewann ja unter anderem 5-mal die Champions League. In Frankreich, da gibt es gerade eine ziemliche Entlassungswelle bei den Trainern. Und nun hat es auch Lucien Favre getroffen. Und zwar nach dem Pokalaus vom OGC Nizza gegen einen Drittligisten, gegen CO Le Puy. Mit 0:1 verlor man da und Nizza zog die Reißleine. Es war ja bereits seine zweite Amtszeit, schon von 2016 bis 2018 arbeitete er als Coach an der Côte d'Azur. Sebastian Rode hat seinen Karriereplan durchblicken lassen. Und zwar ist ein Karriereende in Sicht, allerdings noch nicht jetzt im Sommer, sondern erst 2024. Bis dahin läuft nämlich sein Vertrag bei der Eintracht aus Frankfurt noch. Und den möchte er gerne erfüllen. Und dann soll bei seinem Lieblingsclub Schluss sein. Der Zweitligist Hamburger SV hat sich mit dem ehemaligen Sportdirektor Michael Mutzel außergerichtlich geeinigt. Im Juli des vergangenen Jahres, da hatte es ja nach mehreren Streitigkeiten die Trennung gegeben. Dann war Michael Mutzel vor Gericht gezogen. Jetzt also die außergerichtliche Einigung. Details wurden da allerdings noch nicht öffentlich. Und noch eine Meldung von Sport 1. Da will man nämlich erfahren haben, dass man beim FC Bayern zweifelt, dass Keeper Manuel Neuer in absehbarer Zeit wieder fit wird. Vielleicht sogar noch nicht mal zur Sommervorbereitung. Vielleicht wird er darüber hinaus verletzt fehlen nach seinem Skiunfall. Das dürfte wohl also bedeuten, dass man für längerfristigen Ersatz die Fühler ausstreckt. Die Torwartsuche bei den Bayern ja in diesem Transferfenster eine der spannendsten Geschichten auf dem Transfermarkt aus Bundesliga-Sicht. Das war's schon wieder für heute von Transfermarkt TV, aber eure Meinung ist natürlich nach wie vor gefragt. Natürlich gerne vor allen Dingen zu unseren Themen. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und dann haben wir noch weitere Videoempfehlungen für euch, falls euch dieses Video gefallen hat. Und ich sage danke fürs Interesse, bis zum nächsten Mal, macht es gut und ciao.